So, meine lieben Freunde, weiter geht mein Playthrough von God of War Ragnarök. Wir gehen jetzt nach Alfheim zusammen mit Atreus und Dürr und wir haben das eigentlich schon in der letzten Folge kennengelernt. Wir wissen, dass das Lindwürmer sind, die quasi die Kinder von, wollte ich nicht treffen, die Kinder vom Drachen sind, der quasi unten in den, der unten haust, der Höhle in den Wurzeln haust und die Wurzeln frisst, um sich quasi gegenseitig auszugleichen. Eines hat in der Krone eigentlich noch eine Baumspitzen, ist eigentlich noch ein Adler, der quasi sich um mir sitzt und die zwei, also er hat noch eine andere Rolle. Es sollte sich eigentlich nicht nur um die Äste kümmern, aber ist okay. Hat er letztes Mal anders erklärt. Man kann aber nur die Chimologie, denke mal, ist glaube ich kein Problem, wenn man die etwas anders auslegt. Ist doch einfach nur High Fantasy aus dem hohen Norden. So, auch nach Alfheim, bevor ich noch weiter Blödsinn rede. Let's go. Ich auf Alfheim. Ich fand das im ersten Teil schon gut. Kannst du mir mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen? Natürlich. Aber weniger Premium, ehrlich gesagt, genau. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Mhm. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Ja. Kurzzeitig wahrscheinlich nur. Ich glaube, das ist einfach so ein Hin und Her. Die Alben sind einfach gegenseitig auf dem. Hoppala. Sorry, ich bin auf den Button gekommen, vom Controller hinlegen. Oh. Alfheim. Sieht nicht so geil das aus hier. So lange her. Nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groß Schrein. Aber was haben wir hier? Zerstörte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Meines Wissens läuft wirklich das Dunkelalben, Lichtalben, sind die ganze gegenseitig verkloppt. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Ja. Ja, sind jetzt dort die Dunkelalben. Bei kämpft man diesmal gegen Lichtalben, oh? Wo ist da drin? Oh, eine Kiste. Look at diese Kiste. Oh Mann. Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Oh. Sind irgendwas anderes? Oh. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Wir gehen aber, oder? Müssen wir da runter oder nicht? Was ist da hinten? Hä? Was? Ist da oben drüber? Was? Ich weiß nicht, ich gehe mal da runter. Ich weiß nicht, wo wir es lang müssen. Wir gehen halt da ran. Ah, wir gut. Sehen uns drüben. Also, er geht schon vorher. Die lebende Wüste. Sie war auch einmal voller Leben. Und Musik. Das Lied der Sande nannte man es. Das ist verschwunden. Oh. Noch ein Opfer des Krieges. Ja, Licht und die Nacht töten sich gegenseitig. Ziemlich sinnlos eigentlich. Naja. Naja. Oh. So, du kleiner Geschwornet, liegt was. Ah, ist ein Tod hoffentlich. Da ist was. Moment. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Ja, bin immer gespannt, was es ist. Ah, eine Nornenrune. Das weiß ich nicht, müsste ich da lang gehen? Ich glaube, da geht's weiter. Ich glaube, da geht's runter zur Rune. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Ah.
Ah, die sind zum Anzünden. Komm ich da hoch? Ja, komm, ne? Komm schon, Kratos. 1, 2. Bleiben wir auch nicht dauerhaft brennen, ich weiß das ja gar nicht. Weiß das nicht, ne? Fehlt noch eine. Ah, das ist die letzte. Hoppala. Mehr ran. Ist alles in Ordnung? Ja, alter Freund. Wir plündern bloß Nordentruhen. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Geiles Kommentar. Mag, dass das gleich kommentiert wird, nämlich auch. Gut, Spartan Rage ist wieder größer geworden. Nice. Ja, hoch da. Ja. Jo, jetzt können wir weiterklettern. Ich frage mich, was das große Ding ist. Das Leider. Wahrscheinlich ein Drache oder so. Armer Drache. Da. Der Tempel des Lichts. Roas Schrein ist ganz oben. Ah, da komme ich wieder ganz runter. Ach so, falls ich die übersehen habe. Oh. Ah, von der anderen Seite oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Das ist jetzt von der, sind wir von der anderen Seite. Ah, das ist jetzt das Gebiet der Dunkelalben quasi. Andere Seite sind die Lichtalben. Oder Mimir? Ach nein. Ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt. Freyas Bruder? Ja. Er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Wie soll die gegenseitig umbringen, Licht? Und wir werden wahrscheinlich gegen Lichtalben diesmal kämpfen müssen. Ich hoffe es halt. Ich will auch mal Lichtalben verkloppen, nicht nur Dunkelalben. Niemand mag den Standort des Bösen. Die Spielzeit des Bösen ist interessant. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Boah, schön. Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Ah. Cool. Oh, wusste nicht, dass das geht. Jetzt geht's. Warum soll ich das hier benutzen? Ist irgendwo eine Stelle vielleicht, die benutzbar wäre? Oh! Ach so, da kann ich doch mal reinschießen. Und das waren das nur zur Übung. Egal. War wahrscheinlich nur zu Übungszwecken. Oh, ist das schon? Ah, die kleinen. Explodiert gleich. Die explodieren ja. Die kleinen, die explodieren, die mag ich gar nicht. Das war wieder fraglich. Ja, so gehen wir dann die Karte nach da lang. Geht da mal runter. Ah, Loot. Und dort der Lichtalb. Dead Lichtalben. Tote Lichtalben. Tote Lichtalben. Ah, au du. Meiner. Linke Seite. Achtung. Ja, komm her. Da müssen wir uns nicht anstrengen. Artefakte wahrscheinlich. Verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. War gerade Nordamerika. War das gerade wieder ein Anbuch? War wieder so eine Einspielung an irgendein Game. Was war denn das gerade wieder? Das war so ein Netz. War das gerade Spider-Man oder war das gerade Death Stranding? Man hatte doch sehr viele PlayStation-Anspielungen. Ich finde das auch schön, dass dieses sich miteinander leicht verbindende PlayStation-Universe, was es hat. Das ist einfach diese ganze Franchises irgendwie alle miteinander zu tun haben. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Warnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden.
Not bad. Oh, Tür ist flott. Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Alben, oder wie? Na, davon liegen Alben. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. Oh ja, Licht einem kloppen, Licht einem kloppen. Eine Bombe? Wo? Wir haben das Licht befreit. Das interessiert ja nicht so wirklich. Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Aber ihr dann immer so. Ich hasse Alphain. Gauber! Ah, komm! Ja, Angriff mag ich so gern. Achtung! Hinter dir! Wo ist sie? Ah, da! So, passt. Furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Ich mein's gut. Ich frage mich, ob wir trotzdem noch kämpfen sind irgendwann. Wann sind die Lichtalben recht aggressiv, wie mit den Dunkelalben? Man könnte die sich irgendwann vielleicht gegenseitig ausrotten. Da schon wieder. Wieder Gegenstände, wo ich jetzt später rein. Attribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Okay, danke. Ah, haben wir wieder die Dinger. Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Ja, dauert wieder noch. Langsam klettern wir mal ein paar Sachen dazu bekommen. Es ist schon ziemlich hoch. Recht viel zum Backtracken. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Na, wie ich dachte. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Was? Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Weit noch? Ah, sie müssen gegenseitig ausgleichen. Okay, ist doch alles meistens weiß. Gut gemacht, Atreus. Gibt es jetzt keine Dunkelalben mehr? Haben sich ja die Gesellen umgebracht? Sind jetzt alle tot? Oh, sag ich, da steht eine. Ach so, oh, eine Superalbe. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. So ist das also. Wahrscheinlich hat Odin das in das Licht gebracht, damit er Ruhe hat von ihnen. Schon geil, also. Ich finde es schon mega hier wieder. Nice. Nice. So, ist das Licht? Manches ändert sich wohl nie. Hartes Licht, Hartlicht. Gut. Auch cool, festes Licht.
Das ist ein Magister. Ist ein Lichtkristall. Ja. Seltsam. Sonst klappt das. Ha! Man muss ich vielleicht mit der Reflexion arbeiten, oder wie? Ah! Ja, ich sehe es. Der Dämmerstein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. So funktioniert das Ganze dann auch nicht schlecht. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Buddy war das definitiv. Ah, da kann ich noch weiter rüber. Ah, da muss ich weiter. Okay. Wow. Gott ist das hell. Das Licht. Oh. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja. Nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Und der Krieg. Okay. Lichtalben, Dunkelalben. Schon unterschiedlich. Ist blau. Wieder das gleiche Prozedere. Erst mal die Kiste aufmachen, würde ich sagen. Guter Dalfan. Muss ich einen anderen Winkel vielleicht finden oder so? Interessant. Ja, das ist. Ah, doch. Und einen richtigen Weg finden wir alles. Schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Ja, die werden ja zu viel Spaß und haben das ja oft auch. Who cares? Moment. Okay, Let's Play läuft weiter. Gut, passt. Ups. Da war im Hintergrund gerade kurz ein Update, also mir kurz ein Video reingekaut haben. Okay, Leute, geht schon weiter. Ist nichts passiert. Ich hatte kurz Panik, dass was broken wäre. Brauchen wir natürlich nicht. Das brauchen wir natürlich nicht. Oh, so. Ups. Ah, komm, ich habe gerade kein Bild. Moment, sorry. Richtige Button klicken. Yes. So, umschalten. Immer diese Umschalterei. So. Apropos Lichtalben. Und Lichtalben. Lasst mich wieder mit Ihnen reden. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen, Bruder. Linke Seite, Achtung! Ja, die Alben sind ja noch ein bisschen anspruchsvoller. Na, das hacken wir mal bei Alben. Versuch das Ergriff zu führen, nichts tun. Und halbierte Albe, halbierte Albe. Arme Seele. Ja. Ich kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Im Prinzip sind jetzt alle weiblich und die anderen waren immer alle männlich. Sind vielleicht die Frauen die Lichtalben und die Männer die Dunkelalben? So, diese schlechte Trennung. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Ja, gut, stark ist er.
Oh, Kiste. Granite Kiste. Öffnen Sie diese Kiste hier und dann. Ja, Kisten öffnen. Was tut er manchmal? Ah, eine neugierige Seele. Ja, genau. So, Abzwischenweg geöffnet und gut. Dann finden wir raus. Mal schauen, was wir noch finden werden hier in unserer nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. Und ciao mit euch oder tschö mit euch. Euer Duke. Hab euch lieb.